Heute Morgen hatten wir ja die Fachtagung und da haben wir interessante Vorträge gehört. Jetzt ist meine Frage, was habt ihr denn von dem Morgen mitgenommen? Was war euch wichtig? Also ich habe mitgenommen, seit langem habe ich mal wieder gesehen, wie interessiert Erzieher und Erzieherinnen sein können an einem Thema, wie kontrovers das diskutiert wird, mit wie viel Spannung das ausgetragen wurde und dass es noch längst nicht fertig ist. Ich habe einen kritischen Blick mitgenommen auf jeden Fall und die Erkenntnis, dass gerade in der Grundausstattung, auch was uns Erzieherinnen betrifft, in der Kita, in der Einrichtung noch ganz viel zu tun ist. Ich habe mitgenommen, dass die Medienpädagogik sehr wertvoll ist und dass das bei uns in der Kita vielleicht auch noch ein bisschen besser verankert werden müsste. Und ich hoffe, dass das nicht mehr so lange dauert. Ich glaube, dass man einfach nicht drum rumkommt um die Mädchen in der Kita und dass der Umgang damit wichtig ist, das den Kindern einfach beizubringen und die Qualität eben. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was schon ganz lange irgendwie brodelt und jetzt einfach immer näher rückt und aktueller ist und was einfach umgesetzt werden muss in den Kitas oder nicht muss, was uns alles irgendwie ja betreffen wird. Und ich bin gespannt, was da alles so auf uns zukommt und freue mich auf neuen Input, ja. Vielen Dank für eure Beiträge. Ich bin auch gespannt, wie es weitergehen wird. Dann nochmal ein herzliches Hallo an euch alle. Der heutige Tag, digitale Medien, ihr habt den alle erlebt. Ich bin gespannt auf eure Eindrücke und werde euch jetzt interviewen. Bitte. Also ich nehme für mich persönlich viel mit. Ich bin eher so ein Gegner gewesen. Ich bin jetzt ganz aufgerührt und ja, von dem heutigen Tag und ich glaube, ich muss mich da ein bisschen weiter öffnen. Genau, also ich nehme auch mit, dass es verschiedene Apps gibt, die für die Kinder gut sind und ja, dass man halt die Kinder fördern kann damit. Ich arbeite schon mit verschiedenen digitalen Medien in der Kita und mache weiter wie bisher. Ich bin bestärkt. Was machst du genau? Also ich habe ein digitales Mikrofon bei Fragen der Kinder, die ich mit Büchern nicht beantworten kann. Zücke ich mein Handy, mache den Rechner an, frage direkt mal bei Freund Google nach. Und mit Apps habe ich jetzt noch nicht gearbeitet, aber da werde ich mich auch aufmachen. Und die Erfahrung mit den Kindern? Super, die reagieren alle ganz, die kommen sofort, sind sehr hoch motiviert, kennen das auch von zu Hause. Das mit dem digitalen Mikrofon zur Sprachaufnahme, das finden die natürlich ganz spannend. Ja, das benutzen die auch gerne allein. Ich nehme mit, dass man offen und neugierig sein sollte, auch man selber als Person. Und aber auch, dass man nicht alles mitmachen muss. Also ich habe also wenig Erfahrung mit also digital Medien. Also vor allem, was ich also mache im Kindergarten ist, also Buch, ich lese ein Buch vor allem den Kindern und das macht ihnen auch Spaß. Ich nehme mit, dass digitale Medien einen wichtigen Stellenwert für die Kinder haben, auch in unserem Leben und dass wir in der Kita nicht mehr drum rumkommen, dieses Thema auch zu behandeln oder dem Beachtung zu schenken. Ja, dann möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für euren Input, hat Spaß gemacht und das waren doch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Vielen Dank.